Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Miraculous hier auf dem Katze-Kinderkanal. Meine Lieben, wenn ihr das Video auf dem Smartphone oder Tablet schaut, dann tippt auf den Vollbildmodus von eurem YouTube-Player und zack, verschwinden die schwarzen Balken links und rechts. Und damit viel Spaß beim Zugucken. Oh Gott, wer ist das denn? Oh, schaut mal, das Bild, wie süß. Marinette und ihr Kwami Tiki. Und da unten war nochmal Tiki und sagt, hey, sammel doch Camembert. Ja, das tun wir. Unsere neue Aufgabe ist oder besteht darin, mit Adrian mal wieder durch die Schule zu laufen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Also zumindest sammeln wir erstmal Käse ein, denn Käse gibt es anscheinend in der Schule und ist sehr, sehr lecker. Und gesund auch, natürlich, ist ja klar. So, aber jetzt mal sehen, ob wir gut durchkommen. Denn wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass hier und da plötzlich was erscheint, was wir so nicht erwartet hätten. Und nein, so weit soll es nicht kommen. Wir geben Gas und zeigen den anderen, was wir drauf haben. Vor allem den Schurken. Hier gibt es wieder viele Schurken, die denken, dass sie einfach Übel verbreiten können. Aber nein, wir müssen Paris von diesen üblen Schurken befreien. Und vor allem auch unsere liebe Ladybug, die natürlich auch wieder am Start ist. Sehr, sehr toller Angriff, wollte ich sagen. Ich meine, sehr tolle Verwandlung. Wisst ihr, was mir erst jetzt bewusst geworden ist? Bei der Verwandlung sieht es immer so aus, als würde da ein Bungee-Jumping-Seil rauskommen, wenn er verwandelt. Aber nein, das ist ja sein Katzenschwanz. Das ist mir davor gar nicht so bewusst gewesen. Interessant. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinderkanal, damit ihr keine Miraculous-Videos mehr verpasst und wir gemeinsam eine richtig tolle Zeit hier gemeinsam haben. Das finde ich ja immer noch etwas richtig Schönes hier im Spiel. Das habe ich ja in Folge 6 erwähnt, wie sehr ich das mit euch hier schätze. Und hier vorankommen. Jetzt war ich kurz zu sehr im Spiel konzentriert. Oh Gott, jetzt geht's aber wieder. Ja, genau, was wollte ich sagen? Miraculous einfach. Ja, Miraculous. Ein richtig schönes Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt Schutzhelm. Hohohoho. Geschafft. Nur 30 Camemberts. Wir haben schon mal viel mehr aufsammeln müssen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir sogar mal in einem Level 40 oder 50 einsammeln müssen. Okay. Sammle 60 Kekse. Wer ist das? Ist das die Schwester von Adrian? Nee, oder? Keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht die Schwester. Wobei alle, die jetzt zuhören und Miraculous-Fans sind, die sagen bestimmt, oh Katze, oh Gott, nein, das ist nicht die Schwester. Oder aber, ihr sagt, oh Katze, woher weißt du das? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus von der Frisur und vom, ja, von der Gesichtsform, vom Gesichtsschnitt sozusagen, wie die Schwester oder wie eine mögliche Schwester von Adria. Aber vielleicht ist es nicht so. Vielleicht ist es auch nur eine Halbschwester oder ich weiß es nicht. Aber wer weiß es besser? Natürlich. Unsere Katzen-Community, ihr Katzenhelden. Ihr seid ja hier die Katzenhelden auf meinem Kanal und ihr kennt euch aus. Kein Wunder, ihr seid auch Helden. Ist ja klar. So. 10 Kekse. Bestimmt brauchen wir 30, damit wir uns in Ladybug verwandeln können. Und hey, es sieht wieder sehr, sehr knifflig aus. Ich meine, 60 Kekse. Sind das denn wenigstens Kekse mit Schokostreusel? Auf dem Bild sieht das echt so aus. Aber was sind das genau für Cookies? Weil, wisst ihr da Bescheid? Was ist denn Tiki eigentlich für Cookies? Egal welche Kekse, oder ist sie eine ganz bestimmte Form oder eine ganz bestimmte Art von Keksen? Mit Dinkel oder, ja, was gibt's noch? Vollkorngetreide oder mit dunkler Schokolade, mit Vollmilchschokolade, Alpenmilchschokolade. Ich weiß, die Frage ist sehr, sehr verrückt und vielleicht wurde das in der Serie nie genau gesagt, was es für Kekse sind. Aber hey, warum eigentlich nicht? Lasst uns doch mal gemeinsam überlegen und spekulieren, was das für... Oh, jetzt habe ich einen Keks verpasst. Was das für ein Keks sein könnte. Achtung, letzter Keks.
sehr, sehr schön und sehr glatt gelaufen. Auf jeden Fall. Dann mal weiter mit der lieben Ladybug. So, 31 haben wir schon. Wir haben fast die Hälfte. 35 ist die Hälfte von 70. Mal gucken, ob wir das schaffen. Hui. Also einfach ist auf jeden Fall was anderes. Weil, ihr seht schon, das sind die letzten 10 Level, die wir hier spielen. Und es ist einfach schwierig geworden. So schwierig, dass wir nicht unbedingt gewährleisten können, dass wir dieses Level schaffen. So traurig das auch klingt. Aber es kann mir nichts, dir nichts, plötzlich irgendetwas passieren, was sehr unerwartet kommt und uns ein bisschen aus der Bahn wirft. Aber ich bin nach wie vor guter Dinge, dass wir hier durchkommen und alles schaffen, wenn wir es nur wollen. Ich glaube, das ist am wichtigsten. So den Mut zu haben und uns selbst daran zu glauben. Egal ob im Spiel oder in der Schule oder sonst wo. Vielleicht auch bei Leistungssport, falls ihr einer Sportart nachgeht. Apropos, macht ihr eigentlich in eurer Freizeit Sport? Geht ihr Fahrradfahren, Leichtathletik? Also ich komme gerade auf die Frage, weil die liebe Ladybug wieder so elegant über diese Hindernisse springt. Also wer von euch macht denn aktiv Sport? Sicherlich jeder. Also welches Kind macht keinen Sport? Sport ist was Tolles, verbindet Menschen, hält fit. Wow. Aber die Frage ist natürlich, was macht ihr für eine Sportart? Geht ihr joggen? Macht ihr bei Marathons? Ich habe keine Ahnung. Mehrzahl von Marathons, oder? Macht ihr da mit oder wie sieht das aus? Oder was macht ihr für Sport? Vielleicht spielt ihr auch Tennis oder Tischtennis. Oder geht Inlineskaten? Das mache ja ich total gerne. Das habe ich schon mal in einer Videoserie verraten. Also ich gehe gerne mit meinen Inlinern nach draußen. Das macht so viel Spaß. Aber was macht ihr so für Sportarten? Vielleicht springt ihr auch über einen Barren, wie Ladybug es tut. Und der letzte Keks! Yay! Wir haben es geschafft. Also es ging schon schnell irgendwie. Also manche Level kann man echt gut und echt schnell abschließen. Andere wiederum, die ziehen sich wie Kaugummi. Also das ging jetzt eigentlich. Springe über 60 Hindernisse und oh Gott! Ah, will sie vielleicht ein Autogramm von dieser Person? Vielleicht ist es ein Model oder eine Schauspielerin. Weil sie schaut so hoffnungsvoll. Bitte unterschreib! Moment mal. Ich meine, da war ja ein Brief mit einem Herz drauf. Muss nicht unbedingt ein Liebesbrief sein. Kann aber sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Fanbrief an diese Person. Aber ich glaube, ich stelle wieder zu viele Thesen auf. Also zu viele Behauptungen. Dabei wisst ihr das natürlich wie immer besser. Also ich bin echt immer beeindruckt, wie viele das von euch wissen. Also da sind wahre Fans unter euch. Die sich echt, echt gut auskennen. Aber gut. Wir springen wieder über Hindernisse und versuchen hier elegant durch das Ziel zu kommen. Ich liebe diese Musik. Und eigentlich sollte ich mal einige von euch grüßen. Wisst ihr warum? Weil viele von euch einfach so lieb und so viel kommentieren. Und mir einfach immer wieder helfen, um hier herauszufinden, wie das läuft und was ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Wow, also hier sammeln wir diesmal fleißig die ganzen Marienkäfer ein. Läuft echt gut aktuell. Aber gut Ding will Weile haben. Wir sollten natürlich trotzdem aufpassen. Ja, ich möchte mal einige von euch grüßen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Denn ich habe extra eine Liste erstellt mit ein paar Namen, die einfach fleißig kommentieren. Ich werde dann natürlich nicht alle erwähnen. Bestimmt sagt irgendjemand, hey, du hast mich nicht erwähnt, obwohl ich auch immer kommentiere. Bitte, bitte seid mir nicht böse. Es kommentieren viele und ich habe bestimmt nicht immer alle Namen im Kopf oder mir alle rausgeschrieben, weil so viele Kommentare immer drin sind. Aber vor allem möchte ich erstmal den Cool Man grüßen. Der kommentiert immer so viel in den Spielen und in den Videos, sodass ich echt gut informiert bin. Also, wenn jemand sich echt gut mit Miraculous auskennt, dann ist es Cool Man. An dieser Stelle lieben, lieben Dank dafür. Aber ich möchte auch Zockerli XY grüßen, die auch genauso viel wie Coolman kommentiert und echt tolle, tolle Kommentare hinterlässt. So, dann möchte ich aber auch darauf achten, dass ich nicht bei den Namen, die ich noch vorlese, den Nachnamen erwähne. Einfach nur aus,
ja, aus Gründen des Schutzes, des Datenschutzes, und werde daher immer den Namen abkürzen. Zum Beispiel Rebecca G. Sie kommentiert auch immer fleißig und weiß sehr gut Bescheid über Miraculous. Oder der Bernd S. Wen haben wir noch? Der Leon, wobei der Leon hat mir mal eine Frage gestellt, das hat eigentlich nicht so ganz zu Miraculous gepasst. Die Michelle K. hat mir geschrieben. Annalena L. Also ihr wisst bestimmt, dass ihr gemeint seid, denn ihr wisst ja, wie euer Nachname mit dem Anfangsbuchstaben beginnt, oder zumindest, was heißt euer Nachname? Vielleicht ist es auch ein anderer Name, aber das ist der Name, der bei YouTube eben bei euren Kommentaren immer hinterlegt ist. Oder die Eva S. Wen haben wir noch? Wir haben noch den Thais GHG Drachentrainer. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Da bin ich böse, wenn nicht. Oh Gott, wir haben noch so viele. Die Lina S. haben wir noch. Sie hat auch super viel kommentiert. Zum Beispiel, wenn es um die Suspendierung ging von der lieben Ayla. War das Ayla, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Sie wurde suspendiert von der Schule. Oder I Love Cats hat mir auch super viel geschrieben. Und auch Sachen bestätigt. Videokid schreibt. Wobei Videokid schreibt immer, wie das Spiel heißt. Immer wieder. Steht ja in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Dann haben wir noch die Phoebe. Phoebe F. Sie schreibt immer viel. Die Jennifer G. Ja, wen habe ich vergessen? Ich glaube, das waren so die Hauptkommentatoren. Milena LOL schreibt auch viel. Adrinette Love, Lady Cat schreibt viel. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Zumindest alle, die regelmäßig und sinnvoll kommentieren. Es gibt auch andere, die kommentieren, aber ich meine jetzt einfach nur die vielen langen Kommentare. Oh, Luise E. Luise kommentiert jedes Video. Luise kommentiert auch sinnvoll. Liebe Luise, Luise, tausend Dank. Ich hoffe, du siehst diese Stelle. Wenn du sie siehst, dann schreib doch dazu unter deinem Kommentar Hashtag ich hab's gesehen. Okay, sammle 300 Marienkäfer mit dem Multiplikator. Schaut mal! Irgendwie, oh, weint sie? Ich glaube, die Dame wollte ihren Brief nicht haben, ihren Fanbrief, und jetzt ist sie sauer. Ich glaube, das hat irgendwas mit einem Fanbrief zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ihr kennt euch besser aus, aber ja. Ich möchte noch den Marco O. grüßen. Die Hella A. Den Max K. Sophies Welt möchte ich auf jeden Fall grüßen. Ja, natürlich, Sophies Welt. Wie kann ich Sophies Welt vergessen? Oh Gott, wer kommentiert noch? Donut Lover kommentiert noch. Die darf ich nicht vergessen. Oder den, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist ein Mädchen. So, habe ich irgendjemand vergessen? Ich hoffe nicht. Ich bin mir natürlich wie immer nicht sicher. Es kann auch jemand gewesen sein, der kommentiert hat, aber... Faris Frei hat noch kommentiert, genau. Oder Lunas Wunderwelt, sofern ich sie nicht schon erwähnt habe. Delphi Down, Delphi Down, ey, kennen wir doch alle aus Sims. Okay, aber genug kommentiert, genug gegrüßt. Ich möchte nicht nur grüßen. Jetzt flieht Tiki... Was, flieht Tiki ist krank? Das ist sie, schau mal, wie sie jetzt aussieht. Oha, wow, was hat sie denn? Ist es ein Parfüm? Oh, es könnte echt sein. Ist sie ein Parfüm-Bösewicht? Warum ist sie so grün im Gesicht? Zu viel Parfüm geschluckt? Parfüm darf man nicht in den Mund nehmen. Parfüm ist... Parfüm ist giftig. Das nimmt man nicht in den Mund. Damit sprüht man sich nur ein, damit man gut riecht. Warum ist sie denn so grün im Gesicht? Wisst ihr das? Oder hat sie... Musste sie erbrechen? Hat sie vielleicht, Magen-Darm-Grippe? Ich weiß es nicht. Aber, ja, ihren... Hindernissen auszuweichen ist ziemlich, ziemlich einfach. Also, echt ein Kinderspiel, muss ich sagen. Ihr seht schon, ich mache das wie ein Profi. Ja, ja, ja. Aber man soll niemals den Abend vor dem Tag loben. Oder den Tag vor dem Abend loben. So rum lautet doch der Spruch. Aber die kriegen wir auch noch. Hey, ist ja klar. So, Achtung. Hier kommen ganz halt diese Gefäße, diese... Was? Nein, wie? Wie konnte das passieren? Nein! Das gibt's nicht. Da hat mich doch glatt das allerletzte Parfümfläschchen erwischt. Hey, sowas kann auch nur mir passieren. Manchmal bin ich so ein Tollpatsch. Ich bin einfach viel zu früh da rein. Oh nein. Das war mein Problem. Oh, Pustekuchen, ey. Pustekuchen. Okay, na gut. Dann sind wir weiterhin vorsichtig.
und wollen diesmal natürlich unbeschadet rauskommen, ohne dass uns eines dieser Parfümfläschchen trifft. Dann mal ganz unter uns. Ich weiß nicht, ob das ein guter Duft ist. Vielleicht stinkt das auch in den Parfümfläschchen. Wisst ihr zufällig aus der Serie, ob das ein guter Duft war oder ob das eher, ja, weniger gut war? Weil, ich meine, sie ist ein Bösewicht und klar, wenn man zu viel Düfte verstreut, auch wenn es gut riecht, ist es einfach zu viel. Man sollte ja sowas immer dezent auftragen, also in kleinen Mengen. Und dann reicht das auch, weil sonst ist ja die Flasche schon wieder leer. Ein Spritzer reicht meist, aber was ist das für ein Geruch, den sie da versprüht? Lavendel, Rosenduft, ich weiß es nicht. Okay, fliehen konnten wir schon mal mit der lieben Ladybug. Heißt aber nicht, dass wir schon durch sind. Nein, 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 das Abenteuer geht natürlich weiter mit Level 76. Sammle 5 Schilde. Oh Gott, was ist das für ein Bild? Cat Noir ist im Auto mit dem Schlagerstar, Schauspieler, mit dem Popstar, wie auch immer, und mit einer Taxifahrerin und einem Herrn, mit dem Manager wahrscheinlich. Und sie riechen wahrscheinlich diesen Duft schon durch das Auto hindurch. So erzähle ich jetzt mal die Geschichte von dieser Bildergeschichte. Ob sie stimmt, das wisst ihr natürlich wieder besser als ich. Aber wir müssen sie aufhalten. Also ein klares Zeichen. Während Cat Noir in diesem Auto steckt und vielleicht nicht gar nicht so richtig weiß, was er vorhat oder was er tun soll, muss Marinette natürlich das gleich hier schaffen und soweit es geht für Recht und Ordnung sorgen oder erstmal einen Plan aushacken, wie sie diese Duftdame aufhalten kann, wie auch immer sie heißen mag. Also, ich habe echt keine Idee. Bestimmt heißt sie irgendwas mit P. Bestimmt hat sie so einen typischen Parfümnamen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber Marinette als Ladybug wird sich schon aufhalten. Natürlich nur mit der Hilfe von Cat Noir, ist ja klar. Denn ohne Cat Noir haben wir hier überhaupt keine Chance. Aber unser Katzenexperte, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Wir müssen nur aufpassen. Wie sage ich immer so schön, gut Ding will Weile haben. Ganz genau, das ist mein Spruch und der sagt einfach aus, wenn wir uns konzentrieren, dann schaffen wir das auch, hier gut hindurchzukommen. So. Boah, da ist eine Fliege gerade über meinen Bildschirm geflogen. Hey, nicht jetzt, ich nehme auf. Das konntet ihr natürlich jetzt nicht sehen. Aber, ärgerlich. Oh, so. 3 Sterne hätten wir schon mal. Oh, 1 Stern meine ich. Aber 3 Helme. 7 waren es, oder? Das heißt noch 4, aber diese Helme kommen ja auch gar nicht so oft. Das ist halt so ein bisschen unfair in diesem Spiel. Oder in diesem Level. Ich meine, naja. Man sollte nicht immer meckern, sondern einfach diese Herausforderungen annehmen. Aber zugegeben, die Schilder zu finden, die ja gar nicht so oft kommen, das ist schon eine heikle Angelegenheit. Na gut. Wir müssen da durch und wir schaffen das auch. Immerhin haben wir jetzt schon 4. Und damit schon automatisch den 2. Stern. Also, so schwer ist das jetzt nicht. Man kann das schon schaffen. Da vorne ist ein Jojo. Nehmen wir natürlich mit. Sowas ist immer ganz gut. Kann man immer gut gebrauchen. Für gefährliche Lagen, die man vielleicht unterschätzt hat. Oder ich finde den Helm eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn man zufällig von zu vielen Hindernissen bombardiert wird. Oh, schon geschafft. Ging ja schnell. Habe ich gar nicht so beachtet oder gesehen. So, Level 77. Also wir werden wahrscheinlich in diesem Spiel oder in dieser Folge nicht mehr komplett durchkommen. Ich muss mal gucken, was ich noch schaffe. Nein, Tiki ist krank. Nein, Tiki, was hast du? Was hat Tiki? Hat sie Magen-Darm? Oh Gott, nein. Tiki. Sammle 700 Marienkäfer. Ja, wir haben schon oftmals über 1000 eingesammelt. Von daher ist das eigentlich kein Problem. Das ist für mich immer so die einfachste Aufgabe, einfach Marienkäfer einzusammeln. Ich meine, schaut mal, wir haben jetzt schon fast 100. Das heißt, uns fehlen nur noch 600. Ist ja easy peasy. Läuft ja super schnell. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht gleich beim ersten Mal schaffen. Und 2 Versuche brauchen. Das wäre peinlich. Also zumindest für mich. Vielleicht fällt euch das schwerer, dann ist es natürlich für euch nicht peinlich. Ich spreche jetzt nur für mich und ich finde das jetzt gar nicht so hart. Aber gut,
Man weiß ja nie, es kann jederzeit etwas passieren. Daher bleiben wir lieber konzentriert und versuchen hier gut durchzukommen, ohne dass wir überrascht werden. So. Schön ausweichen. Jetzt haben wir schon gleich 300. Und dann fehlen nur noch 50 bis zur Hälfte. Und wenn wir einen Multiplikator haben, läuft ja alles noch einfacher. Und noch schneller vor allem. Einfacher läuft das eher mit dem Magneten. Aber der Multiplikator, da muss ich schon sagen, Chapeau, Chapeau, Adrien. Wenn du den bekommst, hast du einfach einen Jackpot. Denn der bringt uns viel, viel schneller alle notwendigen Sachen. Schön gegen den Zug gerannt. Ja, das war Absicht. Ich hatte einfach den Helm und wollte sehen, was genau passiert. Aber klar, an sich nichts Besonderes. Der Zug verschwindet einfach nur und wir laufen hindurch. So. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Jetzt haben wir schon fast 600 Sterne. Das läuft echt gut. Das läuft richtig, richtig gut. So. Sehr schön. Wir bleiben natürlich vorsichtig. Und sammeln alles ein. Wir haben es auch gleich geschafft. Wir haben es geschafft. Haha. 700 und es gibt einen Dub von dem lieben Adrien. Also dieser Move sozusagen. So, kommt schon. Ein Level machen wir auf jeden Fall noch, oder? Ein Level schaffen wir noch. 45! Oh, was macht sie da? Was macht Marinette? Oh, sie ist bei einem Großmeister, der heilende Hände hat und ihren Kwami Tiki jetzt massiert? Nee, wahrscheinlich nicht massiert. Was ist das für ein Großmeister? Ist er irgendwie der Großmeister der Superhelden? Den habe ich ja noch nie gesehen. Wer ist dieser Opa auf dem Bild? Also, Entschuldigung, vielleicht ist er noch gar nicht alt. Da ist er noch kein Opa. Aber, ja. Wer ist dieser alte Herr da? Vielleicht ist auch der... Ist das der Papa von... Das ist doch der Papa, oder? Das ist der Papa von... Von Ladybug, also von Marinette. Oder nicht? Boah, das könnte sein. Das könnte natürlich sein. Boah, wenn das so ist, dann... Da bin ich echt gut. Bitte bestätigt meine Behauptung. Dann wäre ich ja richtig stolz auf mich. Denn ihr habt mir ja verraten, sie heißt ja Pong Cheng oder so mit Nachnamen. Die Marinette. Und sie ist, Französin. Also halb Französin und halb Asiatin, oder? Ich weiß nicht, ob Chinesin oder Koreanerin oder Japanerin. Auf jeden Fall halb asiatisch, deswegen auch der Nachname. Und das könnte natürlich sein, dass sie da irgendwie bei ihrem Papa ist, der heilende Hände hat oder... Ja, ein Doktor ist, ich weiß es nicht. Also, wie ein Doktor sah er jetzt nicht aus, aber... Ja, vielleicht kennt er sich da aus, ich habe keine Ahnung. Wissen eigentlich die Eltern von Adrien und von Marinette, dass sie Superhelden sind? Das wäre mal eine interessante Frage. Das wissen bestimmt auch nur die Experten unter euch. Wie sehen die Eltern das? Ihr habt mal geschrieben, der Vater von Adrien ist ziemlich streng. Was ich echt schade finde, weil Adrien doch echt ein netter Typ ist. Aber ja... Er hat ja die Mutter verloren oder die Mutter ist gegangen irgendwie? Oder sucht er seine Mutter? Ich... Haha, super verwandelt und ich habe natürlich ein bisschen reingequatscht. Es tut mir leid. Das war keine Absicht. So. Manchmal kommt sowas unerwartet. Man ist mitten im Satz und dann zack, wird man unterbrochen. Und ja, wie auch immer. Laufen wir weiter. Wir kommen voran und das ist die Hauptsache. Vor allem die Musik ist ja echt gut. So, an sich muss ich sagen, doch, da bin ich schon ein Fan davon. Und wir haben schon 19, aber wir brauchen 70 waren es, oder? 70 oder 5? Nee, warte, nicht 70. Weniger. Egal, wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir noch viel zu tun in dieser Folge, bevor wir das Level beenden, weil wir einfach so viel Käse sammeln müssen. Das ist unglaublich. Plack scheint heute richtig hungrig zu sein. Irgendjemand schrieb auch mal in den Kommentaren, dass Plack auch ziemlich verfressen ist. Stimmt das oder war das nur so gesagt? Also wenn ihr da mehr Infos habt, immer gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich hier weiterhin durchzukommen und mich nicht treffen zu lassen. Weil, oh, schon gefährlich hier das Ganze. Okay. Das läuft schon mal gut. Und wir sammeln hier weiter Marienkäfer ein. Schaut mal, wir haben jetzt schon gleich
Ja, 60 wollte ich sagen, so ein Quatsch. 30. 30 Käsestückchen eingesammelt. Das heißt, ich glaube, 45 müssen wir sammeln. Oh Mann, am Anfang steht's immer und dann merke ich mir das nicht. Ich meine, es ist auch nicht so wichtig, aber so als grobe Orientierung, wie viel einem noch fehlen, ist natürlich nicht schlecht. Aber sollte nicht mehr weit sein bis zur Zielgeraden, bis wir alles eingesammelt haben, von daher. Das schaffen wir auch noch. Wäre doch gelacht. Das wäre doch gelacht. So, Andrea, komm. Zeig, was du kannst. Du bist Cat Noir. Der einzig wahre Cat Noir. Wer von euch hat denn... Oh, hä? Wo habe ich jetzt die Marienkäfertaler da an der Wand nicht eingesammelt? Irgendwie gab es da einen Spielefehler. Okay, jetzt mal eine Frage an euch. Wer von euch hat denn ein Cat Noir oder Ladybug-Kostüm? Das wäre für Fasching total cool. Wer von euch hat sowas? Wenn ihr sowas habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also ich könnte mir vorstellen, so ein Cat Noir-Anzug wäre schon ganz cool. Dann fühlt man sich wie Cat Noir und versucht, die Stadt zu retten. Gut, ich lebe nicht in Paris, sondern in Deutschland. Aber trotzdem nett. Warum eigentlich nicht? So, Käse, Käse, Käse. Viel fehlt auf jeden Fall nicht mehr. So, ich glaube, es sind 45. Das ist meine Einschätzung. So, wow. Knapper Sprung. Nicht, dass wir runterfallen. Und Käse! Jetzt haben wir 40. Ich glaube, ja, es müssen 42 sein. 45. So, und wieder diese schöne Ladybug-Poster. Oh Mann, ich will auch so ein Poster haben. Liebe Produzenten von dem Spiel oder von Ladybug Miraculous, kann ich bitte auch so ein Poster haben? Und wir haben es geschafft! Yay! Oh, schwieriges Level, aber wir haben es gemeistert. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, Miraculous, schon eine coole Sache. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Geht raus aus dem Vollbildmodus und tippt auf Abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Miraculous-Video gibt. Wäre sehr, sehr empfehlenswert. Und oben, wo der rote Pfeil zeigt, da gibt es ein kleines i, tippt da mal drauf. Und dann könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal.